Die obligatorische Frage vorweg, wie oft müssen wir denn noch schlafen, bis du einen neuen Spieler präsentierst? Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider so nicht beantworten kann. Was sind denn eigentlich deine Grundsätze bei der Kaderzusammensetzung? Es gibt ganz, ganz viele Grundsätze, Elemente, die damit reinspielen in die Überlegung, wo man sehr klare Vorstellungen hat, wie ein Kader zusammengestellt wird. Das fängt an bei der Kadergröße natürlich, wie die Mannschaftsteile dementsprechend besetzt werden. Das geht über eine Altersstruktur, das geht darum, wie viele deutschsprachige Spieler man vielleicht auch im Kader hat, um da eine gute Balance eben auch zu bekommen. Das geht ja über eine Gehaltsstruktur, wo eben auch, glaube ich, wichtig ist, dass man Spieler ja nach ihrer Leistung, nach ihrer Wichtigkeit für die Mannschaft eben auch versucht, in verschiedene Gehalts ja, Raster eben auch einzuordnen, und das hat aber auch natürlich was mit Spielertypen zu tun, das hat was mit Charakteren zu tun, und da versuchen wir natürlich immer wieder auch ein ausgewogenes Maß zu finden. Wie ist der Stand bei den Neuverpflichtungen? Ja, wir sind natürlich dabei zu schauen, welche Elemente, welche Spielertypen, auf welchen Positionen wir vielleicht auch dazu holen möchten, um die Mannschaft zu verstärken. Wir haben aber immer betont, dass wir nur was machen werden, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, wenn es sinnvoll ist und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten natürlich sich auch bewegt. Und wir sind da sehr aktiv, und ich kann nicht versprechen, dass jetzt im Trainingslager noch ein Neuzugang kommen wird, aber wir arbeiten natürlich sehr intensiv daran, dass, wenn neue Spieler kommen, dann auch so schnell wie möglich. Sehr aktiv heißt, Sie sind schon in konkreten Gesprächen auch mit Spielern, mit Vereinen, mit Beratern? Es gibt natürlich viele Gespräche mit Beratern. Grundsätzlich, wir haben auch schon das eine oder andere Gespräch mit Spielern geführt, und man muss eben halt auch festhalten, dass das kein Wunschkonzert ist, sondern dass da viele Parteien zusammenkommen müssen, dass der Spieler erstmal möchte, dass der Verein natürlich auch den Spieler freigibt, und da ist es eben so, dass im Winter der Transfermarkt schon auch anders ist als im Sommer. Was ist denn jetzt in dieser Situation eigentlich wichtiger, den passenden Spielertypen zu finden oder den passenden Charaktertypen? Ja, man kann das, glaube ich, nicht voneinander trennen, und deswegen wäre es natürlich schön, wenn das zusammen vielleicht in einem Spielertypen vereint ist. Bedeutet finanzielle Möglichkeiten auch, dass es auf ein Leihgeschäft hinauslaufen wird? Das kann durchaus sein. Das ist so, dass im Vergleich Leihe und Kauf natürlich die Leihe die günstigere Variante ist. Deswegen kann ich das nicht ausschließen. Es ist durchaus möglich, dass wir eher ein Spiel ausleihen. Ja. Das Trainingslager auch genutzt, nicht nur um neue Spieler zu verpflichten, sondern auch um möglicherweise noch Verträge zu verlängern? Oder ist das in dieser Situation ganz weit weg? Nein, im Trainingslager wird da nicht stattfinden. Es ist schon so, dass der komplette Fokus von uns jetzt auf dem Ziel Klassenerhalt liegt, dass wir uns da jetzt eben sehr, sehr gut vorbereiten, dass wir gut in die Rückrunde starten, und alles andere muss zurückstehen.